Meine Damen und Herren, guten Abend. Unsere Themen heute. Die Runde der Mächtigen. Die Staatschefs der G8 haben sich in Italien zu mehr Klimaschutz verpflichtet. Und Jesus am Thunersee. Die Thunersee-Spiele widmen sich mit Jesus Christ Superstar einem biblischen Thema. Einer von euch wird mich verraten, sagt Jesus den Aposteln beim letzten Abendmahl. Und nicht erst seit Leonardo da Vinci auf einem der berühmtesten Wandgemälde der Welt die Szene verewigt hat, umtreibt das Verhältnis von Jesus zu seinem Jünger Judas die Christenheit. Bitteren religiösen Doktrinenstreit hat diese Frage über die Jahrhunderte immer wieder ausgelöst. Eine späte, aber im Medienzeitalter dann ebenfalls viel beachtete Interpretation brachte Andrew Lloyd Webber 1971 mit seinem Musical Jesus Christ Superstar auf die Bühne. Der Schweizer Philipp Hägerli und der Deutsche Mischa Mang haben sich in letzter Zeit auch intensiv mit der Frage befasst. Denn sie singen die Hauptrollen, wenn das Musical jetzt an den Thunerseespielen aufgeführt wird. Am Samstag ist Premiere. Rolf Dietrich schaut ihnen an der Hauptprobe über die Schultern. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Messias, der gekommen ist, um die Welt zu retten, bedrängt von Judas, seinem Jünger. Nicht einer von euch! Den Jesus spielen, für Philipp Hägerli eine ganz besondere Herausforderung. Das ist, dass man die Rolle so anders macht, dass es eben nicht einfach eine erfundene Rolle ist oder dass man das nicht irgendwie einfach kann frisch drauf losspielen, ohne sich darüber Gedanken zu machen. Ich kann versucht, möglichst viele Bilder und möglichst viele Meinungen, jetzt muss ich da schnell helfen, wo verschiedene Leute haben von Jesus in Erfahrung zu bringen, mir Sachen durchzulesen oder anzuschauen. Und haben dann müssen entscheiden, was davon ich mit aufnehmen und was ich einfach weglange oder anders interpretiere. Der Deutsche Mischa Mang verkörpert den Judas. Er sieht sich in dieser Rolle nicht nur als Verräter von Jesus. Meine Grundlage ist nicht böse sein, wenn man das auch annehmen könnte, jetzt mal ganz oberflächlich, weil man meine Rolle sieht. Aber meine Grundlage ist Liebe. Ich liebe ihn. Ich bin sein Jünger. Und ich bin überzeugt von dem, was er möchte und machen will. Und ich gerate nur in Verzweiflung, weil er plötzlich aus meiner Sicht, aus meiner kleinen Sicht, weil ich habe nicht so viel Information wie er, aus meiner kleinen Sicht driftet er vom Weg ab. Ich denke, was ist denn jetzt los? Warum schmiert er sich jetzt mit teuren Salben ein? Warum, statt sich um die Armen zu kümmern und so weiter? Das ist meine Verzweiflung, die ich mit ihm habe. Aber die Grundlage ist Liebe. Eigentlich ist Jesus der Zauderer und Judas ist der, der ihn dazu bringt, zu handeln und sagt, mach doch was, verwirkliche deine Pläne. Und so wie er sie verwirklicht, das mag er aber auch nicht. Aber die tiefe Freundschaft ist sehr zu spüren. Trotz aller Freundschaft verrät Judas seinen Freund für ein paar Silberlinge und trägt damit die Verantwortung für das weitere Schicksal von Jesus. Er ist derjenige, der die grösste Last trägt, vor allem von den Jüngern. Also er muss mich verraten, dass der Plan aufgeht, den mein Vater hatte. Und ich versuche das auch zu spielen, dass mir das sehr bewusst ist, was ich ihm für eine Last aufbürde. Judas gelangt nach seinem Verrat auf Abwege und verhöhnt Jesus auf seinem Weg ans Kreuz. Die Geschichte endet auch auf der Thuner Seebühne dramatisch. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Premiere also am Samstag. Nach Meteo bei Reporter Selection ein besonderer Einblick in die Welt des Kinderherzchirurgen René Prêtre. Und um 10 vor 11 widmet sich der Kulturplatz dem Film Bruno. Danke fürs Zuschauen und einen schönen Abend.